Ihr habt richtig gelesen, Bushido sagt die Tour ab, die in 4 Tagen in Leipzig ihren Stopp im Haus Auensee gefunden hätte. Was bedeutet, unser Dreh findet am 8.12. nicht statt. Vor weniger als 2 Stunden bekam ich die Nachricht über mehrere Leute und als ich dann tatsächlich seinen offiziellen Instagram-Post gesehen habe, konnte ich nicht anders als wieder zu denken, Alter, das ist typisch dein Leben, ey. Man kann auf jeden Fall sagen, so wie die letzten 7 Tage bei mir abliefen, es ist nicht so meine Glückswoche. Ja, aber was bedeutet das? Bushido beklagt Schulter- bzw. Rückenprobleme, wenn ich das richtig gelesen habe, und kann deshalb aus gesundheitlichen Gründen einfach diese Tour nicht geben. Das bedeutet, jeder Termin dieser Tour ist abgesagt worden. Was ziemlich krass ist, weil ich glaube, der erste Termin war schon morgen. Aber bedeutet das jetzt, dass unser Dreh gar nicht stattfindet? Bedeutet das jetzt, dass das Konzert wirklich ausfällt? Dazu muss man ein ganz klares Nein sagen, weil er auch im gleichen Zug dazu gepostet hat, dass das Konzert um ein halbes Jahr, oh Gott, ein halbes Jahr, ey, hinten raus verschoben wird. Das heißt, im Mai geht es dann wieder los und wir können alle nur hoffen, dass es ihm dann besser geht und vor allem, dass er mich nicht vergisst. Wie viele von euch wissen und wie ich auch in den letzten Videos immer wieder gesagt habe, ich bin so ein bisschen in Korrespondenz seit ungefähr einem Monat mit der Caro, welche den Bushido Online Support, sprich die E-Mail-Adressen von ihm verwaltet. Und ich habe da so meine Vorschläge hingeschickt und im Endeffekt hing es nur noch daran, dass er das finale grüne Licht gibt und uns so ein bisschen sagt, wie das Ganze abläuft in Leipzig. Ja, und ich hatte so ein bisschen schlechtes Gefühl, weil ich jetzt schon fast 2 Wochen auf eine E-Mail gewartet habe, was ja alles kein Ding ist. So, der Mann hat ja schließlich genug zu tun, glaube ich. Erst dachte ich, es kommt eine Mail zurück wie, die Ideen sind scheiße, davon ist nichts machbar. Oder es kommt gar nichts zurück. Man weiß ja nie. Aber alles cool, im Endeffekt traue ich ihm das nicht zu und vor allem auch der Caro nicht, weil der ganze Support bisher einfach nur mega war und vor allem auch mega nett und herzlich so. Somit kann ich jetzt nur gute Besserungen wünschen an dich, Bushido. Ich hoffe, du kommst schnell wieder auf die Beine. Ich hoffe, dass es noch viele Touren von dir geben wird. Und natürlich hoffe ich auch, was ja kein Geheimnis ist, weil ich mich ja ziemlich lange darauf gefreut habe, dass unser Termin miteinander aufgeschoben ist und nicht aufgehoben. Und ich habe es dir ja schon auf Twitter und auf Instagram geschrieben. Der Ali soll dir einfach mal so einen Genesungschai machen und Papa Ari soll sich mal ein bisschen um deine Geschäfte kümmern, damit du dich endlich mal ein bisschen erholen kannst und vor allem wieder fit wirst. Somit wisst ihr nun jetzt alle auch Bescheid. Das Video ist natürlich nicht nur da, um Genesungswünsche zu verbreiten, sondern natürlich auch, um euch zu informieren, damit ich nicht 1000 Fragen kriege, warum im Dezember dieses Treffen nicht stattgefunden hat. Ja, was mache ich jetzt? Dann setze ich mich jetzt mal in mein nächstes Chatroulette-Video. Peace, Leute. Moment mal, nicht, dass Bushido die Tour abgesagt hat, damit er sich nicht mit mir treffen muss. Nicht, dass er sich das zweimal überlegt hat und gedacht hat, Alter, lieber sage ich die ganze Tour ab, als mich mit diesem Spasti zu treffen und YouTube-Videos zu machen. Oh mein Gott.